Und wir kehren wieder zurück zum Ort des Attentats, des Anschlags vor einem Jahr. Es gibt noch mehr Versagen in Deutschland und das hat Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, bei seiner Rede, bei seinen Worten jetzt in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche angeprangert und er hat gesagt, er sieht im Umgang mit den Opfern des Terroranschlags Versäumnisse bei Staat und Gesellschaft. Manche Unterstützung für die Angehörigen der Opfer und für die Verletzten sei zu spät gekommen und unbefriedigend geblieben. Diese Rede konnten wir Ihnen nicht übertragen, weil diese Gedenkveranstaltung in der Gedächtniskirche nicht öffentlich war. Dafür jetzt öffentlich dieses Gedenken der Toten und Verletzten, der Opfer und der Angehörigen derjenigen, die zurückgeblieben sind, an der Gedächtniskirche mit den Vertretern der Politik und der Gesellschaft. Wir sehen den Bundestagspräsidenten und gerade eben im Bild auch den Beauftragten der Bundesregierung, Kurt Beck. Die Bundeskanzlerin ist ebenfalls erschienen, mit ihr auch natürlich der Bundespräsident. Die Vertreter der Religionen sind auch mit dabei, wenn es jetzt gleich diese Einweihung dieser Gedenkstelle geben wird, über die man sich viel Gedanken gemacht hat, wie man es denn darstellen kann, was da passiert ist. Zum einen auf den Stufen zur Kirche die Namen der Getöteten, 12 Namen mit ihren Herkunftsländern. Und dann gibt es einen Riss, der durch das Pflaster und durch die Treppenstufen zur Kirche läuft. Ein Riss, der wie eine Wunde in uns, in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, in unseren Tagen dargestellt ist. Ein ungleichmäßiger Riss, der allerdings geschlossen wurde, so dass er sichtbar bleibt. Und nicht geschlossen durch Steinmaterial, sondern durch eine Bronzelegierung. Eine Bronzelegierung, die immer wieder auffallen wird. Und es ist noch ein Stück übrig geblieben. Dieses Stück, was wir da gerade sehen können, wird dann jetzt gegossen mit den Angehörigen zusammen, um vielleicht auch symbolisch diese Wunde zu schließen, die natürlich niemals geschlossen wird und die niemals nicht mehr zu spüren, zu sehen sein wird. Deshalb auch diese optische Wunde.
diesem Tag der Stille, der Ruhe und der Einkehr ist auch diese Stille fast wie das Ertragen einer Wunde am Ort des Todes, der Verletzung, der zurückgebliebenen Einsamkeit. Michael Möller, der regierende Bürgermeister von Berlin, wird jetzt sprechen. Wir haben uns heute, ein Jahr nach dem entsetzlichen Anschlag am 19. Dezember am Breitscheidplatz, versammelt, um der Opfer zu gedenken und mit ihnen und den Angehörigen und Freunden zu trauern. Der Attentäter hat geliebte Menschen aus unserer Mitte gerissen, die wir schmerzlich vermissen. Aber er hat damit alle Menschen getroffen. Er hat die Menschlichkeit getroffen. Er hat den Frieden getroffen, der die Grundlage unseres Lebens in Freiheit ist. Wir sind heute in Stille vereint, um derer zu gedenken, die diesem Anschlag auf die Menschlichkeit zum Opfer gefallen sind. Heute halten wir alle inne. Ein Moment der Stille kehrt im Zentrum Berlins ein und viele Berlinerinnen und Berliner teilen diesen Moment mit uns. Sie sind im Gedanken hier und am heutigen Abend auch am Breitscheidplatz zu Ehren der Toten und Verletzten versammelt. Vielen von uns sind die Ereignisse noch sehr nahe. Die Verarbeitung dieser schrecklichen Stunden ist nach wie vor tragisch, insbesondere natürlich für die Betroffenen. Aber auch für die Helfer, die Polizisten, die Feuerwehrleute und die Rettungskräfte, denen ich hier noch einmal ausdrücklich für ihren Einsatz, ihre Arbeit und ihren Mut danken möchte. Auch haben mich die Berlinerinnen und Berliner beeindruckt, die sich nicht vom Terror haben einschüchtern lassen und bei vielen großen Veranstaltungen im vergangenen Jahr gezeigt haben, dass sie weiterhin ihre Freiheit leben. Meine Damen und Herren, der Verlust ist nach wie vor schmerzlich und die Verletzungen sind tief. Die Nacht des 19. Dezember und die Tage danach werden uns allen ein Leben lang in Erinnerung bleiben. Die Menschen, die wir verloren haben, fehlen uns. Die Gespräche, die ich mit Betroffenen und Angehörigen geführt habe, haben mir immer wieder sehr deutlich gemacht, was dieser Verlust für jeden Einzelnen bedeutet. Bei Ihnen, den Überlebenden und den Familien und Freunden, die zurückgeblieben sind, haben sich tiefe körperliche, aber auch seelische Wunden eingegraben. Sie können niemals alle geheilt, aber hoffentlich gemildert werden. Ja, der terroristische Anschlag vom 19. Dezember 2016 hat Spuren in den Herzen der Menschen in Berlin und darüber hinaus hinterlassen. Um dies zu würdigen, haben wir entschieden, die ständige Erinnerung an den terroristischen Anschlag durch ein Gedenkzeichen direkt hier an der Anschlagstelle zu ermöglichen. Es ist ein Ort entstanden, der den Angehörigen und alle trauernden und mitfühlenden Menschen die Gelegenheit geben soll, ihrer Anteilnahme Ausdruck zu verleihen. Das Gedenkzeichen ist unter Mitwirkung von Angehörigen entstanden. Es trägt die Namen aller Getöteten und macht deutlich, dass es um Menschen aus aller Welt geht, die friedlich und gemeinsam über nationale Grenzen und Religionsgrenzen hinweg in Berlin feiern wollten. Ein Riss symbolisiert die Wunden, die der Anschlag geschlagen hat. Aber wir wollen den Riss, der durch unsere Gesellschaft geht, überwinden. Wir wollen uns nicht durch Terror und Hass spalten lassen. Darum ist das Gedenkzeichen auch ein Symbol für Toleranz und gegen Verbohrtheit. Das schulden wir den Opfern, nicht nur in Berlin, sondern überall. Zeigen wir diesen Terroristen gemeinsam, was uns stark macht, nämlich mit anderen in Frieden zusammenleben zu können und das Beste in uns zu bewahren, das, was ihnen fehlt, Menschlichkeit und der Glaube an die Zukunft. Wir zeigen ihnen, sie haben keinen Sieg davon getragen. Sie haben uns nicht spalten können. Stattdessen sind wir noch weiter zusammengerückt. Meine Damen und Herren, ich möchte daran erinnern, dass der Namensgeber dieses Platzes, Rudolf Breitscheid,
ein mutiger Kämpfer für die Werte der Demokratie gewesen ist. Er hat sich nicht von den Nazis einschüchtern lassen und sich nicht ihrem Terror gebeugt. Er kämpfte sein Leben lang für Demokratie und Freiheit. Am Ende hat er gewonnen und die Mörder haben verloren. Dafür ehren wir ihn, und in demselben Geist ist hier jetzt ein Gedenkzeichen für die verstorbenen Menschen, aber auch für Menschenwürde, Freiheit und Toleranz entstanden. Ich wünsche Ihnen, liebe Angehörige und Betroffene des Anschlags und den Menschen überall dort, wo der Terrorismus zuschlägt, Kraft und dass Sie stark bleiben. Wir müssen gemeinsam wachsam und wehrhaft bleiben und wir dürfen weiterhin Angst und Hass keinen Raum geben. Wir trauern mit Ihnen um geliebte Menschen und teilen Ihren Schmerz. Das Licht von Bethlehem wird jetzt geteilt. Das heißt, eine Flamme, die eine weite Reise genommen hat, ein Feuer, das vor allen Dingen die Christen an die Gemeinsamkeit und die Gemeinschaft erinnert. Dieses Licht von Bethlehem ist auch in Berlin angekommen und wird jetzt unter den Anwesenden verteilt, und es werden auch diese Kerzen, die davon entzündet werden, jetzt auf diesen Stufen an der Gedenkstelle verteilt. Dort, wo das ganze Jahr über Blumen und Kerzen zu finden waren, Kerzen, die brannten, im Gedenken an das Schrecken dieser Nacht und die Schrecken, die sich noch weit fortzogen über die Tage, Wochen und Monate bis heute. Es sind gekommen nicht nur die Vertreter der Politik, die natürlich in der Kritik standen, aufgrund der immer mehr deutlicher werdenden Versäumnisse seitens der Sicherheitsorgane, seitens der Geheimdienste. Es sind gekommen die Vertreter der Weltreligionen. Es sind die Angehörigen gekommen, zu großen Teilen. Aber auch diejenigen, die ihr Leben noch retten konnten, die allerdings verletzt wurden. Es waren fast 100. Und mit dabei sind auch diejenigen, die gerettet haben, die versucht haben, Menschen dem Tod noch zu entreißen und es auch geschafft haben. Auf dem Breitscheidplatz, in den Straßen drumherum, in den Krankenhäusern, in den Operationssälen. Die Polizisten, die versucht haben, die Sicherheit irgendwie noch zu gewährleisten in der chaotischen Situation. Die Rettungssanitäter und Feuerwehrleute. Und auch diejenigen, die wie die umkamen, die verletzt wurden auf dem Weihnachtsmarkt, einfach nur fröhlich miteinander zusammen sein wollten, sich plötzlich einer Situation gegenüber sahen, in der sie helfen mussten, in der sie versuchen mussten, Schlimmeres zu verhindern.
Die Vertreter der Politik, diejenigen, die in den Tagen und Wochen nach dem Anschlag immer wieder zu Wort kommen mussten, wie zum Beispiel Innenminister de Maizière, sind auch gekommen. Für ihn und seine Mitarbeiter eine schwere Zeit, aber nicht nur für diejenigen, die den Staat vertreten und die die Gewalt des Staates darstellen. Es war auch eine schwere Zeit für diejenigen, die zurückgelassen wurden, für die Hinterbliebenen, die auch Opfer dieses Anschlags sind, dieses feigen Terroranschlags. Und genau das wurde kritisiert, diese Hinterbliebenen nicht genügend gewürdigt zu haben, ihnen nicht genügend entgegengekommen zu sein, sie teilweise allein gelassen zu haben. Die Kanzlerin hat einen offenen Brief der Hinterbliebenen erhalten, in dem man sich bitter beklagt hat darüber. Und Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, hat viele Berichte zum Anlass genommen, das zum Thema zu machen in seiner Ansprache in dem Gedenkgottesdienst, der soeben zu Ende gegangen ist in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Er hat bitter beklagt, dass der Staat die Opfer vom Breitscheidplatz nicht habe schützen können. In seinem gerade veröffentlichten Redemanuskript heißt es: Unsere Haltung muss sein, dieser Anschlag hätte nie passieren dürfen. Die Politik dürfe also nicht zu eilfertig sagen, dass es in unserer offenen Gesellschaft keine vollkommene Sicherheit geben könne. So richtig diese Erkenntnis auch sei, Steinmeier sagte, wir müssen Versäumnisse aufklären und aus Fehlern lernen. Er sagte auch, es habe Versäumnisse beim Staat und in der Gesellschaft gegeben. Manche Unterstützung für die Angehörigen der Opfer und für die Verletzten sei einfach zu spät gekommen und unbefriedigend geblieben. Viele Hinterbliebene und Verletzte, sagte er, viele von ihnen haben sich nach dem Anschlag vom Staat im Stich gelassen gefühlt. Berlin gedenkt an diesem Tag mit Stille, Ruhe und Einkehr der 12 Toten und der vielen Verletzten und schließt auch all diejenigen mit ein, die zurückgeblieben sind. Am frühen Nachmittag wird es eine Gedenkstunde im Berliner Abgeordnetenhaus geben. Und am Abend sind ein Friedensgebet und eine Friedenskundgebung geplant. Und es soll vor allen Dingen auch da wieder einmal um stilles Gedenken gehen. Ab 20.02 Uhr, also dem Zeitpunkt des schrecklichen Anschlags, werden die Glocken der Gedächtniskirche 12 Minuten lang läuten. 12 Minuten. 12 mal eine Minute für jeden Menschen, der sein Leben gelassen hat bei diesem Anschlag. Eine Lichterkette ist geplant, die Menschen, die zusammenkommen zur Kundgebung. Eine Lichterkette um die Kirche. Und es wird eine Mahnwache geben an der Gedächtniskirche. Sie wird ab heute Mittag von den Bürgern, die kommen und die bleiben, gebildet werden. Für diese Einweihung dieser Gedenkstelle, dieses Mahnmals, hat man keine protokollarische Form gewählt, sondern man hat eine sehr freie Form gewählt. Denn man wollte jetzt nicht die Ordnung eines Staates demonstrieren, sondern die Vielheit der Trauer und des Gedenkens. Die Blumen, die weißen Rosen und die vielen anderen Blumen und Kerzen werden vielleicht irgendwann nicht mehr dort liegen. Was bleiben wird, sind die Namen der Toten in den Stufen mit ihren Herkunftsländern. Was bleiben wird, das ist der Riss im Pflaster auf dem Breitscheidplatz,
der die Stufen hinaufgeht. Ein Riss, der die Wunde darstellt, die dieser Anschlag geschlagen oder gerissen hat. Ein Riss, der allerdings nicht geschlossen wurde, sondern er wurde gefüllt.